Wir haben einen grandiosen Sieg davon getragen. Und sind total gnädig und lassen die Feinde mal frei. Er haut ab und Trivorum dürfte gleich uns gehören. Oder noch nicht. Ich sehe, hier ist noch ein feindlicher General. Aber den Rest machen wir gleich dann in der Outro-Battle. Das geht dann auch fix. Unser Streiter ist auch mit dabei. Das war sicherlich auch ein Grund für unseren Sieg. Hier ist eine Krone auf der... Dings, huch, ein edler Tod. Das heißt immer, dass ein Familienangehöriger gestorben ist. General. Aha, die 7. Legion Belgica. Ja, andere Häuser, Haus der Cornelia. Ich nehme mal einen aus den anderen Häusern. 7. Legion Belgica. Und unser General Barba hat nochmal seinen Rang erhöht. Der kommandiert die 4. Legion Belgica. Oha. Jede Menge mögliche Charakterfähigkeiten. Meistertaktiker. Belagerungsdings, Logistik ist nicht schlecht. Aber unsere Verstärkungsrate ist schon verdammt hoch überall. Großer Anführer ist auch gut. Oder Infanteriekommando. Aber das ist noch besser. Gut, nehmen wir ihn. Die Dame kann die Trivera hier vergiften. Das passt immer so schön. Als ob da nicht schon wenig Truppen genug wären. Erfolgreich. Sie darf auch nochmal ran. Ach guck, jetzt ist sie auch Rang 8 und sie darf auch nochmal ran. Sie kann vielleicht ihn mal umbringen. Mit Gift. Fein verwundet. Schwupps. So, und sie kann jetzt erstmal ihren Erfahrungsrang aufrüsten. Was haben wir denn noch so schönes? Störung. Antagonist. Heimlichkeit. Ist immer gut. Das bringt mehr Giftopfer und so weiter. Also mehr Chance, dass man den Feind vergiftet. Ja, und wir machen jetzt das, was wir gerade eben schon angekündigt haben. Wir holen uns den Rest in der automatischen Schlacht. Und, ja. Tschüss. Das war's. Die Trivera sind sicherlich auch gleich vernichtet. Wir besetzen die Stadt. Und die Fraktion Trivera ist in der Tat vernichtet worden. So, Treverorum wird natürlich zu einer römischen Kolonie umgebaut. Hier machen wir ebenfalls den Schrein der Jupiter. Wir wollen das ja fix konvertiert haben. Und wir hatten schon lange keine Kaserne mehr gebaut. Allerdings brauchen wir auch so gut wie keine. Ich reiße es lieber ab und da bauen wir irgendwas hin, was kulturfördernd und nahrungstechnisch wirkt. Und unsere Agentinnen, die können schon mal unsere zukünftigen Opfer ausspähen. Wie sonst? Gut, er hat jetzt, wie gesagt, diese Legion hat einen neuen General. Und wann sind die denn mal tot hier? Die hauen ab, das finde ich sehr nett. Und bald werden sie sich auch endgültig verabschieden. Und das bietet uns die Möglichkeit, doch jetzt mal die Westungsgräfe zu bauen, die auf öffentliche Ordnung gehen. Das wollte ich vorher nicht machen, weil die Plünderung eben ebenfalls auf öffentliche Ordnung geht. So, Carthagensis, Tarraco, die Macht des Cardamius, toller Name für eine Armee. Und mal gucken, ob die Ritte am, die 10. Legion müsste das sein, Hispania, upsie, das ist sie, genau, hat noch Truppenaufträge, aber ein bisschen Kavallerie braucht sie natürlich auch, so. Gut. Ach scheiße, die Tolitaner sind jetzt hier. Ich hoffe, dass die Massaelia die zurückschlagen können. Aber das werden wir uns dann angucken, weil natürlich wir auch die unterstützen könnten. Wir könnten sie jetzt angreifen. Und wir könnten einen Teil des Militärs hier abziehen. Ja, das ist nicht schlimm. Wir gehen mit dem in den Gewaltmarschmodus und der kann jetzt mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Wir schicken erstmal hier eine Truppe hin. Hallo. So. Was ist das denn hier? Herbern von Klientelkönigtum? Ach so, da können wir die alliierten Truppen anheuern. Interessant. Gut, Eol wird erstmal verteidigt und wir könnten eigentlich den Tolitanern auch den Krieg erklären langsam mal. Das tue ich jetzt nämlich auch. Euch erkläre ich den... Oder wir machen es anders. Ich
Masaelia, ich biete euch Sprecht an. Mal. Entlastet euch der Krieg beitreten gegen damit wir nach der Turdetaner. Einfacher, ehrlicher Männer zu und einer ich fordere dafür 2000 Goldstücke. Machen wir. Sehr schön. Ich kam als Bittsteller und die Götter haben euch Großzügigkeit. Ja, so bin ich, ne? Krieg mit Turdetaner bringt 18 Punkte. Bei der Zufriedenheit. Gut. Da sind schon unsere Gegner. Und mal sehen, ich werde jetzt sozusagen Iol mit verteidigen für unsere Kollegen. Und dann vielleicht noch Dimidi erobern. Aber das können wir dir dann vielleicht irgendwie überlassen. Das wäre mir lieber. Damit wir uns nicht da noch auch drum kümmern können. Am besten vernichten wir einfach die Armeen der Feinde. Und dann können die Masaela den Rest erledigen. Sind ja auch sehr eigenständig, Gott sei Dank. So. Die Armee wächst auch stark. Das ist schön. Was machen eigentlich unsere alten Republiken hier? 8. Legion Cis Alpina, die ist so ein Mix aus Gladiatoren und anderen interessanten Soldaten. Cis Alpina, da sieht es ganz genauso aus. Norea ist auch eine riesige Stadt geworden inzwischen. In der Cis Alpina wird ordentlich Nahrung produziert, das ist ja nichts Neues, dafür ist sie auch da. Ja, Roma. Gut. Sparta. Periökische Pikiniere. Ja, die Armee ist auch irgendwie so unnütz. Die macht da die ganze Zeit nichts, aber sie steht halt da. Ist halt gut, wenn man überall ein bisschen Truppen hat. Man kann nie wissen, ob man sie braucht. So, zwei Runden noch bis zur Naturphilosophie. Dann können wir das Skriptorium aufrüsten, alle die, die wir haben. Bringt noch mehr Forschungsrate. Und die Naturphilosophie als solche bringt auch mehr kulturelle Konvertierung. Und ein paar andere Dinge, die nicht ganz so wichtig sind. Das ist die Vorlage zum Kultismus. Der ermöglicht die Basilika der Minerva und extrem viel mehr kulturelle Konvertierung. Ansonsten könnte man auch im Wirtschaftszweig mal weitermachen, im Nennwertsystem zum Beispiel. Oder auch hier in der Konstruktionsmechanik. Das bietet sich alles noch an. Aber wir sehen das dann, wenn wir da sind. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal die Kultursachen weitermachen. Also wenn wir sozusagen den Philosophiebaum erstmal komplett durchforschen. Dann haben wir das schon mal durch. Und dann können wir uns um alles andere kümmern. Ihr bekommt noch Kavallerie. Und diese Gladiatoren sind auch immer interessant. Haben aber irgendwie nicht so viele Boni wie die anderen. Und sind auch weniger Leute natürlich. Gut. Und jetzt können wir auch mal wirklich die Viehweide aufrüsten. So, das ist ja wirklich lächerlich. Ariminum. Und Ariminum können wir auch aufrüsten. So. Gut, heraus die Kohle. Ja, weiter geht's. Wir können uns schön zurücklehnen, so wie ich jetzt in diesem Moment. Und abwarten, die Turdetaner sind weg und die Atrebaten und die Turdetaner sind unsere nächsten Opfer und sicherlich auch bald die Keltiki. Und wenn das geschafft ist, ist der übernächste Schritt das Auseinandersetzen mit Großbritannien, und ich wähle absichtlich das Wort Auseinandersetzen, weil es natürlich auch möglich ist, wie gesagt, sich mit allen oder mit einigen der dort ansässigen Völker zu verbünden. So. Parallel zu diesem Let's Play läuft natürlich auch mein Osman-Let's Play weiter. Hab auch fleißig aufgenommen schon. Ist mal lustig, wenn man dann hin und her switcht, sozusagen 2000 Jahre zurück oder wieder hin oder je nachdem. Und dann hat man auf einmal Schusswaffeneinheiten und dann wieder nur archaische Schwertkämpfe. Aber macht auch Spaß. Ja, Cesitana, wichtige Alliierte. Wir haben immer noch viele Freunde, das kann man ja nicht anders sagen. Nein, will ich nicht. Die uns natürlich auch helfen, das ist auch gut so. Wie es mit der Germanischen Konföderation und den Garamanden aussieht, weiß ich noch nicht, ob wir uns mit denen nochmal anlegen müssen jeweils. Beide haben viele Gegner. Und es ist immer gut, diejenigen anzugreifen, die viele Gegner haben. Denn es gilt auch jeder Spruch, das wisst ihr ja, durch die Diplomatie. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und wir können dadurch unsere Beziehung zu anderen Völkern aufwerten, wenn wir die sozusagen die gemobbten Völker angreifen. So.
Gleich sind die anderen durch. Es sind auch deutlich weniger schon geworden, das merkt man jetzt richtig. Das Völker sterben. So. Goodie. Ich danke Jupiter und Merkur. Die Mission war erfolgreich. Huch, ja, das ist ja schön. Ve Victis. Oh, 17.000 Goldstücke. Gut, ist nicht ganz wichtig, aber immerhin. Ach, wir haben, ich verstehe, wir haben 13 verschiedene Fraktionen unterworfen, indem wir Klientelkönigtümer aufrüsten oder ihre letzte Siedlung erobert. Das stimmt. Und wir haben auch noch ein Bonusziel erfüllt, das freut mich doch sehr. Und wir haben das fünfte Ziel jetzt inzwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Excelsior, immer weiter. Ihr habt viel erreicht und es gibt keinen Zurück mehr. Zieht hinaus, um zu erobern. Ruhm und Ehre warten. Beherrscht 10 Provinzen, entweder durch direkten Besitz oder über Klientelkönigtum und Militärbündnis. Das haben wir auch schon fast. Dann, ja, komm, erstmal. Ja. So, also, Rang erhöht. Ein Patrizier ist Stufe 3. Herzlichen Glückwunsch. Der ist wirklich gut hier. Und er bekommt jetzt mal Politik, um mehr Geld zu verdienen. Equites und Prätorianer wurden ausgebildet. Der Veteran ist Stufe 6 und dadurch kann er hier die Leute gut unterhalten. Na komm, so. Charaktereigenschaftsbericht. Sekutari. Was bringt das? Genau. Geld. Oh, Haushalt. Autorität hat ein bisschen wenig, ne? Eingewilligte Ehebau. Oder bist du schon, dass du meine Ehemann anquatscht? Autorität, das ist sehr schön. Gebete. Dreimal am Tag. Und Vorsicht vor Elfenschüssen. Okay. So, und was ist denn ein Doktore? Sicherlich ein Arzt. Aber nein, den wollte ich. Erstmal ist der Kollege besser geworden. Kommt mehr Autorität. Doktori. Ah, Militärausbildung. Plus 5 gewonnene Einheiten Erfahrung pro Runde. Ja, sehr schön. Schrein des Jupiter und Römischer Weiler und Treverorum. Und ebenfalls hier in nee, das ist was anderes. Okay. Bin ich jetzt blöd? Ach so, das ist das. Okay, das wird aufgerüstet natürlich. Und hier bauen wir mal eine Villa hin. Für Nahrung, das kann die schaden. Und in Visoncio, genau, eine drunter ist das. Ein Schrein des Jupiter, den wir jetzt aufrüsten zum Tempel des Jupiter. Für viel mehr Kultur und öffentliche Ordnung und Legionäre in der Garnison. Richtig. Kommandant. So, die beiden Damen können sich jetzt mal ein bisschen weiter bewegen. Cornelia Trio zumal. Unsere Chefagentin, wenn man so möchte. Du kannst mal anfangen, hier ein bisschen sabotieren. Brunnen vergiften? Oh, das ist ja gar nicht so eine hohe Chance. Unruhe stiften ist doch immer schön. Die haben auch schon ohnehin keine hohe Zufriedenheit, so. Sabotage erfolgreich. Und du, meine Liebe, kannst sicherlich auch mal irgendwas probieren. Anta zum Beispiel, der General, ist relativ verwundbar, sehe ich gerade. Ja, verdeckte Klinge, mach das mal. Die hat irgendwie sehr, sehr hohe Chance bei verdeckter Klinge. Weil sie so ein paar Charaktereigenschaften gesammelt hat, die das die Todeschance und die Gesamtchance erhöhen. Willkommenes Scheitern. Na gut, das heißt immerhin, dass sie hinzugewonnen hat an Erfahrung. Ja, die muss noch 30 Punkte sammeln. Und die auch noch ein bisschen was. Gut. Hat sich noch. Du kannst mal versuchen, die Dame der Gallischen Konföderation umzulegen. Das hat eine gute Chance im Gift. Ja, mach mal, das ist eine gute Idee. Verwundet. Oh, shit. Das ist schade. Okay. Aber kann man nichts machen.